willkommen zu Türchen Nummer 18. Hier haben wir die Karte Mut. In mir finde ich die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Angst ist ja ein altbekanntes Thema, ein schwieriges Thema. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn da jemand ist, der sagt, ich habe Angst vor irgendetwas. Und dann kommen Leute und sagen, Mensch, musst du doch gar keine Angst haben. Ist doch gar nicht so schlimm, habe ich auch schon durch. Schwierig. Wer selber mit Ängsten zu tun hat, weiß, dass man sich eigentlich dann noch einen Ticken blöder fühlt. Man hat das Gefühl, super, alle um mich herum kriegen es hin, nur ich bin der Depp, der Angst hat. Also auch gucken, wie gehe ich mit den Ängsten anderer um. Manchmal sagt man das so leicht und will trösten und sagt, ach Mensch, du musst doch keine Angst haben. Aber vielleicht ist es auch mal eine andere Herangehensweise, wenn man hingeht und sagt, hey, wovor hast du Angst? Was macht dir so eine Angst? Wie kann ich dich unterstützen, dass du aus dieser Angst rauskommst? Angst ist ja zunächst mal ein Wegweiser, ein Signal, Wegweiser nicht, aber ein Signal, hey, da ist etwas, was ich nicht unter Kontrolle habe, wo ich nicht weiß, wie ich reagieren würde, wo ich nicht weiß, wie es wird. Ja? Meistens hat ja Angst eben mit Themen zu tun, wo wir nicht die Kontrolle über die Entscheidung haben. Und wichtig ist zunächst mal, hier steht ja in mir, finde ich, die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Das heißt, erstmal nach innen schauen, zu gucken, hey, woher kommt dieses Thema? Ist das eine Angst, die wirklich akut ist? Ist das eine Angst, die aus meiner Vergangenheit raus resultiert? Was ist es für eine Angst? Ein bisschen zwiegespalten bin ich jetzt hier, wenn ich sage, ich finde sie nur in mir, diese Kraft. Ich würde sagen, manchmal dürfen wir auch Unterstützung annehmen. Manchmal dürfen wir auch wirklich sagen, hey, ich brauche Hilfe. Kannst du mir sagen, was ich vielleicht hier nicht erkenne, warum ich diese Angst habe? Ich glaube schon, dass wir da auch die Unterstützung von anderen Menschen in Anspruch nehmen sollten und auch dürfen. Aber wichtig ist es, immer im Thema des Mutes zu bleiben. Zu sagen, hey, ja, die Angst ist da. Aber ich hole mir Unterstützung, ich bin mutig, ich gehe voran, ich schaue mir erstmal an, was wird denn daraus? Wird es wirklich so dramatisch? Denn wir wissen ja alle, die Angst ist immer größer als das, was dann wirklich passiert. Und wir sind meistens stärker, wenn die Aktionen dann stattfinden, als wir glauben zu sein, wenn wir uns sie vorstellen. Ja, und das finde ich halt extrem wichtig, dir das mit auf den Weg zu geben, zu sagen, hey, Angst darf sein. Du bist nicht blöd oder sonst irgendwas, wenn du mal Angst hast, aber guck dir die Angst an. Guck sie dir an, guck sie dir mit anderen Menschen gemeinsam an, lass dich unterstützen, damit du tatsächlich aus der Angst eine Zuversicht machen kannst. Und das finde ich extrem wichtig. Einen schönen Tag noch. Tschüss.